Jo Leute, was geht ab? Ich bin's der Itzerox, aka der Polak mit einem Knopf aus dem Rucksack. Ja, meine Freunde, heute mal. Nimmt er überhaupt auf? Ja. Fail des Grauens, heute mal wieder ein Gameplay zu dem Commentary und ja. Er sucht schon Lobbys, das ist gar kein gutes Zeichen für dieses Spiel. Ja, es gab ein kleines Update in Battlefield und zwar. Ich will nur kurz drauf eingehen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Und zwar Anpassung am Ticketsystem, nichts Weltbewegendes. DICE verkauft das wieder mal als die Rettung für das Spiel, aber das ist nur Bullshit. Ah, Verteidigung. Ich mag Verteidigung nicht. Egal. Also nicht so. Aber das ist auch nicht so ganz relevant, sage ich jetzt mal. Aber und zwar. Die weltbewegende Neuerung ist, dass man bei den 64er Spielern die Tickets runtergesetzt hat um 50 Tickets und pro Gebiet, was man sichert als Angreifer, kriegt man anstatt 150 100 Tickets. Bei den 124er Spielern sind die Tickets nach oben gesetzt worden. Das heißt, das führt dazu, dass man holy shit, mehrere Helikopter, alles klar. Ja moin. Wenn ich jetzt da gestorben wäre, das wäre auch gut gewesen. Von 600 auf 650 und man kriegt dann statt 150 200 neue Tickets pro gewonnenen Sektor. Das ist so die weltbewegendste Erneuerung von DICE. Andere Bugs zu beheben, das schert sie nicht so, aber das sollte nicht das Thema sein. Also ich habe ja im letzten Video ein bisschen den Frust abgelassen, der sich mittlerweile gegenüber EA aufgebaut hat von mir. Und auch die Community sieht das so und ja. Junge, was schießen wieder auf mich? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier, wo wir jetzt sind. Ich spiele mal die 164er. 164, warum sage ich mal 164er? 128er Version. Dieses Durchbruchsmodus. Eroberung will ich gar nicht spielen, da gucken schon wieder zig Sniper drauf. Vielleicht war es jetzt schon ein Fehler, das so zu spielen, aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht, wer weiß, vielleicht macht es mir sogar noch mehr Spaß. Ich bezweifle es langsam. Ich weiß auch nicht mehr so weiter, wer weiß. Ich habe schon überlegt, dass also ich habe jetzt gerade eine Umfrage auf Insta am Laufen. Übrigens, falls ihr mich noch nicht auf Insta folgt, The Real Xerox. Ich gehe da nicht raus. Könnt ihr mal gerne ein Follow da lassen. Da poste ich eigentlich immer so die aktuellsten Announcements. Ja, super. Ja. Schleichwerbung sagt, aber fuck off. Mal gucken. Ich habe zwar Call of Duty und Battlefield bewusst genommen als Umfrage, weil ja, das ist eigentlich immer so der Haupt Fight, den es gibt, sage ich mal, in der Shooter-Szene. Aber mittlerweile ist ja Fortnite und Apex noch dazu gekommen. Vielleicht mache ich da noch mal so eine Multikulti-Dingens. Aber jetzt, Junge, was ist mit dir nicht gut? Hast du einen Epileptischen gekriegt? Jetzt ist er weg. Ja, auf jeden Fall, was soll es heute gehen? Darum, dass man hier ein Geschütz hat. Dass sich niemand schert, wegzubekommen. Auch gut, sauber. Also es geht intensiv zu, sage ich jetzt schon mal. Das ist eine Leiche, okay. Leichen werden noch eine Zeit selber weg, die gedespawnt. Der fliegt einfach durch die Gegend, alles klar. Ja, heute geht es darum. Teammates. Hallo? Wenn ihr euch mal kurz umdrehen würdet, ja, das ist die Strafe dafür. Teammate? Alles klar. Meine Teammates sind die besten egoistischen Spieler, die es gibt. Wiederbelebung, kein Thema. Warum auch? Ja, es war ja von der Nacht vom Sonntag auf Montag war ja Super Bowl. Ich habe mir die Wiederholung angeschaut, weil ich so ein kompletter Volldulli bin. Ich habe mir ja den Zeh kaputt gemacht. Ja, wie das zustande gekommen ist, da
Das kann einfach nur ich. Ich habe meinen Zeh irgendwie eingeklemmt im Balkon, umgelitzt und dann gequetscht. Einmal laut geschrien, wie so ein kleines Baby. Und ja. Dann war dann das Ende im Gelände. Der. Das ist einfach nicht normal. Ich komme gar nicht mal zum Hauptthema, was ich eigentlich belabern wollte. Aber ja, der ist dann eingeklemmt. Und ein bisschen angeschwollen, Schmerz schreit. Ja, bin dann irgendwann mal eingepennt vor Schmerzen, zwar immer wieder verwacht, aber ich habe das halbe Super Bowl-Spiel nicht mitbekommen. So. Ich habe mir dann die Wiederholung angeschaut. Übrigens, hab ein bisschen Nachsicht. Ich check American Football 0. Ich habe mittlerweile so viel verstanden, dass der Ball, oder wie das Teil auch immer heißt, von A nach B gehen muss. Und dabei kann man den Gegner mit all seinen Mitteln, die man zur Verfügung hat, stoppen. Und sieht schon richtig nice aus. Und naja, eigentlich ist das ein richtig. Eigentlich ist sicherlich ein interessanter Sport, wenn man sich damit mehr befasst. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich Super Bowl einfach so intensiv geschaut. Ich wusste, dass da einer ist, aber ich schieß nicht. Bin auch dumm. Ja. War richtig, richtig geil. Also die LA, die Gelben da haben auf jeden Fall gewonnen. Nice. Kongratulation von meiner Seite dafür für diese Leistung, Jungs. Stabil. Trotz, dass der eine da sich das Knie irgendwie kaputt gemacht hat in der Halbzeit. Das war ultra sick, ey. Also als Fußballer, der wäre da nicht mehr aufgestanden von alleine. Da hättest du dann Dingens. Einen Krankenwagen holen müssen und den ins nächste Krankenhaus bringen. Der Typ, der wollte sogar noch weiterspielen. Hätten da die Ärzte nicht gesagt, nein, Junge, du darfst da nicht mehr spielen, dann hätte der safe weitergespielt. Ich glaube, die Leute da im Super Bowl, also im American Football allgemein, die sind ein bisschen crazier drauf als die Fußballer. Die kämpfen bis zum Schluss, weil sie genau wissen, wenn sie jetzt verletzt sind, dann war es das für die Saison. Aber da ich zu wenig Ahnung von dem Sport habe, ist das jetzt einfach nicht keine Expertise oder whatever, sondern einfach nur eine Meinung vom Laien, also was ich so mitbekommen habe, die Impression. Junge, wie kann der von hinten? Wow, Teammate, sauber, danke, dass du mich sterben lässt, damit du ihn von hinten messern kannst. Okay, so. Und ja. Mittlerweile wird Super Bowl auch bei uns in Europa immer mehr beliebter. Weiß zwar nicht, an was das liegt. Aber das ist. Das Einzige, was ein bisschen nerven war, ich habe es ja auf ProSieben geschaut, war alle 2, 3 Minuten Pause und Werbung. Und das ist tatsächlich so. Ich dachte zuerst, Junge, ich verpasse das halbe Spiel, wenn dort Werbung ist. Aber anscheinend. Warten die Spieler mit weitermachen, bis die Werbung fertig ist. Das ist ultra sick. Aber das zeigt, dass da ein Haufen Gewinnpotenzial liegt, dass man da ganz viel Kohle verdienen kann als Firma. Und deshalb sehr wahrscheinlich auch die Gehälter der Spieler huge sind. Also was bei uns so ein Lionel Messi verdient, ist bei denen so Standard, was da eine ganze Mannschaft, jeder Spieler verdient, kann ich mir noch vorstellen. Ja. Dann habe ich halt, das war dann noch das Gute, dass ich Dingens. Ja, Junge. Könnt ihr mich wiederbeleben? Dankeschön. Dann war es eigentlich schon wieder gut, dass ich das einen Tag später angeschaut habe. Dann konnte ich die ganze Werbung skippen, weil in der Nacht, da läuft keine gescheite Werbung mehr. Da laufen irgendwelche Susi Lives und hast du nicht gesehen. Ja, für die, die es brauchen, bitteschön, bedient euch da, aber kein Bedarf. Einfach nur unnötig, so ein Scheiß, aber eben, das ist damit. Boah. Teammates, hallo. Ey, das gibt es nicht. So viele Hohlköpfe und keiner kommt auf die Idee, mich wieder. Nee, danke, wenigstens mein Teammate, der Captain, ja. Ja. Das ist halt die Strafe, wenn da alle Dullis rumstehen und rumballern. Auf jeden Fall war richtig nice zuzuschauen. Eben da, die haben da irgendwas geredet von Yards, blablabla. Ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte nur an Yards, denke ich immer wieder an Plants vs. Zombies. Ich weiß auch nicht warum. Mann, ey, ist das nervig. Ich schmeiß mir einfach die zwei Nades da.
Die haben die Hälfte ihrer Ressourcen verbraucht und wir sind immer noch bei der ersten Seite. Ist auch gut. Versorgung, Versorgung. Ach, hier kriegt man so. Boah, Junge! Ey, wie kommst denn du hierher? Boah, ich krieg Assist, ey, scheiß. Zum Leveln ist das ja über der Shit. Aber irgendwie zum krassen Gameplay zeigen euch, das ist ein bisschen schwierig. Aber es geht ja jetzt momentan nicht ums Gameplay, sondern mehr um das Thema Super Bowl. Ja, und wie das dann halt so ist bei so einem Super Bowl Finale, gibt es dann so eine 20- bis 30-minütige Live-Show. Schlag mich so, wenn ich mich mit der Zeit irre. Ja. Und die geht dann ganz schön ab. Also da werden richtig... Nates! Richtige Weltstars eingeladen. Also diesmal war es ja mal der Overshit des Jahrtausends. Also ich erst einmal Super Bowl eingeschaltet und schon den Rap-Goat persönlich in so einer Live-Performance mal geschehen. Und das sah einfach nur geil aus. Also da war Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und 50 Cent. Also einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich hatte so Gänsehaut auf der Live-Show. Bis halt, ja, am Anfang hatten die wirklich so einen Tonfail. Also da war das nicht so sehr synchron, aber dann irgendwann haben sie sich gefangen und die Show war einfach der mega Wahnsinn. Also geiler kann es nicht sein. Ja, aber der Fail, der blieb ja nicht unbemerkt. Da haben ja, das ist ja wie bei uns, wenn die Fußball-WM ist, da guckt ganz Amerika zu. Also die Amerikaner im Fußball, da schätze ich keinen Amerikaner drum, aber wenn es da im Super Bowl geht, dann geht dann schon die Post ab. Ja, das war dann richtig sick. Also da haben sich zum Teil auch die Künstler ein bisschen lächerlich gemacht. Auch wenn das richtige Rap-Götter sind, also da... Er will mich von dort snipen und ich will ihn von hier erschießen. Wenn der einmal drauf ist, so, aber ich war vor ihm drauf. Ja, auf jeden Fall war das richtig, richtig geil. Und ja, wer weiß, vielleicht schaue ich nächstes Jahr direkt live, wenn ich es dann schaffe. Muss dann immer halt mit der Arbeit im Reinen sein, respektive auch mit dem nächsten Tag, weil dann ist der Schlafrhythmus sowieso am Arsch. Aber bei mir war der Schlafrhythmus sowieso in letzter Zeit ein bisschen am Arsch, weil ich viele Nachteinsätze hatte. Ja, gewisse Bereiche kann man auch nur arbeiten, wenn da keine Kundschaft durchläuft. Malls und so. Wie kommt der Sniper dahin? So. So, hier Munition. Und ja, war schon mal ganz geil. Also ich weiß nicht, wer von euch Super Bowl alles schaut. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr auch. Also ja, auch. Nehmen wir es einfach mal, was ihr... Füße jucken. Krass. Falls ihr Super Bowl Fans seid oder nicht seid. Und ob ihr es geschaut habt, ob ihr es auch so krass findet. Was ich auch noch richtig krass finde an dem Teil ist, das Stadion. Da wurde, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Milliarden reingepumpt für den Bau. Müsst ihr das mal vorstellen. Würde in der Schweiz jemand ein Stadion bauen, dann muss das zuerst vom Staat bewilligt werden. Dann kriegen die eventuell Subventionen vom Staat, von unseren Steuergeldern. Und bis das gebaut wird, geht dann schon mal 20 Jahre Diskussion vorbei. Und dann erst wird es mal angefangen, da die Teiler zu stecken. Und nach dem Teiler stecken, werden Einspruch erhoben von irgendwelchen Verbänden, die... vorher noch keine Relevanz hatten und dann so nach 50 Jahren steht dann mal ein neues Stadion in der Schweiz. Und das über den Staat subventioniert, weiß ich. Kein einziger Privatinvestor könnte sich das leisten in der Schweiz. Und in Amerika? Die haben drauf geschissen. Alles privat. Aus privater Tasche finanziert, so. Von irgendwelchen Milliardären, Firmen und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das zeigt einfach, dass die Privatwirtschaft, wenn sie Interesse hat, was zu bauen, dort drüben, auf dem Kontinent, wo alle denken, die sind bekloppt. Ja, manche sind schon wirklich bekloppt. Aber wenn es um Sachen bauen geht und so, da wissen die schon Bescheid.
Und das war eindrücklich, wenn man sich da ein bisschen. Ja, ich war jetzt. Man kann es nennen, wie man es will, aber ich habe mich dann halt auf Background ein bisschen informiert, weil, keine Ahnung, ich. Ich muss da ja, wenn ich das schon schaue und ein riesen Fragezeichen über dem Kopf habe, dann muss ich mich auch ein bisschen informieren. Und deshalb habe ich dann das Stadion angeschaut, ein bisschen gegoogelt darüber, mal ein bisschen gelesen, wie das so ist. Also, nicht ohne. Wenn denen noch jemand erklären würde, dass die Brandschutz bräuchten, dann wäre das, glaube ich, auch nicht zustande gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, der Super Bowl-Fail. Genau. Schön haben wir es darüber gehabt. Die Live-Show, absoluter Wahnsinn. Der Fail, auch ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube, da sind Köpfe geflogen nach der Show. Da wurde der ein oder andere direkt des Landes verwiesen, dass er die Show nicht in den Griff bekommen hat. Da bin ich sowas von davon überzogen, weil so etwas geht gar nicht in der Live-Show. Aber für mich als Zuschauer ist es eigentlich scheißegal. Ich habe meine 5 Rap-Götter gesehen auf einem Haufen und was die abgeliefert haben, das war einfach nur, ich wollte schon sagen, scheißegal. Das war einfach nur der absolute Over. Nein, Shit des 9000 des Jahrhunderts. So, falls es dieses Wort wirklich gibt, ich fressen Wesen. So, Ranger, geh mal da rein. Und ja, vor allem, was ich krass finde in der Live-Show, ist, dass die, dass innerhalb der Halbzeit, also es gibt ja insgesamt 4 Halbzeits, also 4 Quarters, nicht Halbzeits. Das wäre ja was, ey, da wären wir. Die haben nur noch 43 Tickets. What the f. Die achten sich gar nicht mehr auf die Flanke. Oh. So, schnell noch einen Markierer schmeißen, damit ich ein bisschen Punkte kriege, aber. So, eben. Fail, Super Bowl Fail. War nice. Werde ich nächstes Jahr wieder schauen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Kenntnisse und dann werde ich auch ein Video darüber machen. Nee, war geil. Lasst mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von dem Event. Eigentlich müssen wir jetzt sie davor durchpushen lassen, oder? Wenn wir richtig Social Member wären, aber. Ich will die Wins. Ich will die knackige Wins. So. Gut. Diesmal keine 30 Minuten, weil wir es ein bisschen angepasst haben vom Gameplay. Vielleicht passt es jetzt wirklich besser mit dem SBMM. Haha. Ja. Das war's schon wieder mit dem Kommentar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Folgt mir auf Insta und auf Twitch. Nur dann seid ihr echte Übermenschen. Ja. Bis dahin, haut rein. Peace.